Hallo Till, hallo Franziska, hallo. Schön, dass ihr da seid, hallo. Hier im regnerischen Zürich. Und Franziska, du hast ja hier im Schauspielhaus Theater gespielt früher. Wie fühlt es sich denn an, wieder hier zu sein, jetzt mit einem Film auf der Leinwand? Schön. Ist auch nochmal schöner, mit einem Film zurückzukommen, aber es ist auch so schon schön, zurückzukommen. Hast du Zürich vermisst, die Stadt? Den Lämmert und den See. Und die Mikro. Ja. Und Till, zuerst einmal, aus welchem Grund wolltest du lieber Kurt überhaupt auf die Leinwand bringen? Ja, weil ich den Roman von Sarah Kuttner gelesen habe, der hat mich tief bewegt und da habe ich gesagt, da will ich einen Film draus machen. Und im Film gibt es ja eine ganz berührende Szene im Regen, aber so bewegende Szenen gibt es ja unendlich viele im Film. Wie war denn das so für euch, jeden Tag ans Set zu kommen und wissen zu müssen, dass ihr so emotional drauf sein müsst? Das ist unser Beruf. War das nicht anstrengend oder so? Nee, es hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Bei dir auch, Till? Ja, also als anstrengend empfinde ich es nicht. Es ist natürlich schon, wenn du so emotionale Szenen spielst, das ist so, die schüttelst du nicht so schnell ab wie eine witzige Szene, von denen es ja auch sehr viele gibt im Film. Aber wir hatten trotzdem auch, obwohl auch viel geweint wurde hinter der Kamera, hatten wir aber auch sehr viele Momente, wo wir sehr viel gelacht haben. Es war ein schöner Dreh. Das ist schön zu hören. Im Film geht es aber eben auch darum, dass man durch die Liebe und durch die Unterstützung von anderen eben heilen kann. Musstet ihr euch auch mal gegenseitig trösten? Hinter der Kamera? Ja. Nee. Nee. Wie war es denn, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen? Ich nehme die Arbeit nur insofern mit nach Hause, dass ich ja eigentlich dann auch immer schon abends schneide an dem Film, an den Szenen, die wir am Tag gedreht haben. Aber den Charakter, den ich da spiele, also den Kurt, der bleibt am Set, ne? Den nehme ich nicht mit nach Hause. Ist es bei dir? Genauso. Schneidest du ab? Ja, heimlich, hast du es nicht mitgekriegt. Dann habe ich es dir so untergejubelt. Mir hat in der Geschichte auch gefallen, wie das Haus die Situation oder das Innenleben der Figuren so widerspiegelt hat und genauso viel Liebe gebraucht hat wie die Charaktere. War das Set wie eine Herausforderung, zum Beispiel für die Kontinuität oder so? Kannst du die Frage nochmal stellen? Ich habe die nicht ganz verstanden. Ob das Set eine Herausforderung war, was die Kontinuität anging des Films, weil ihr ja renoviert habt und so, meine ich. Ja, das war eine Herausforderung. Da muss man eben auch den Drehplan anpassen und wir mussten ja erstmal das Haus, was ja in sehr gutem Zustand war, erstmal wieder also dahin bringen, dass es eben renoviert werden muss. Und das war schon sehr aufwendig, ja. Hat es aber Spaß gemacht? Ja, klar. Film macht immer Spaß. Die Wände zu zerstören, wie im Film? Ja, diese hässlichen Fliesen abzuklopfen, hat tatsächlich Spaß gemacht. Und unsere Sendung heißt ja Kinowetter und deshalb wollte ich fragen, ob das Wetter die Dreharbeiten irgendwie beeinflusst hat. Wir hatten Glück sogar. Wir hatten wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Wir hatten eigentlich immer Sonne, wenn wir sie gebraucht haben. Und als wir einmal Regen gebraucht haben, hat es die ganze Zeit geregnet. Also war das schon geplant, der Regen bei der Beerdigung? Der war geplant, aber der wäre nie so aufwendig geworden. Ja. Da hat es wirklich den ganzen Tag durchgeregnet und du hast dich gefreut. Ja. Ist ja das perfekte Kinowetter, ne? Ja. Und Till, du bist ja oft Produzent, Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler gleichzeitig. Macht das die Arbeit für dich einfacher, weil du zum Beispiel mehr Freiheiten hast oder ist das... Hast du dadurch mehr Verantwortung? Ja, ich habe schon mehr Verantwortung, aber es ist insofern macht es das einfacher, weil es gibt zum Beispiel nie Streit zwischen Produktion und Regie, ne? Weil der Regisseur weiß genau, was er sich leisten kann und geht jetzt nicht zum Produzenten hin und beschwert sich, ne? So dass ich dann rechts stehe und sage, ich will mehr Geld. Nein, gibt's heute nicht. Bitte, bitte, bitte. So, ne, also das ist schon gut. Und welche Arbeit davon macht dir am meisten Spaß? Eigentlich das Gesamtpaket, so einen Film zu machen. Am meisten Spaß macht mir dann der Filmschnitt,
aber auch den Dreh zu organisieren und zu gestalten. Und suche mir ja immer die besten Leute, die ich bekommen kann, vor und hinter der Kamera. Und es macht einen wahnsinnigen Spaß. Und der kleine Kurti ist im Film ein ziemlicher Witzbold. Habt ihr vielleicht einen Lieblingswitz, den ihr uns erzählen könnt? Du hast welche. Ja, also eigentlich erzählt ja der kleine Kurt eigentlich so Kinderwitze und dann haut er einen raus, der dann alle etwas überrascht. Ne? Ich glaube, sie meint, sie will einen Witz von dir hören. Ach, von mir? Oder? Wie ihr wollt. Wenn ihr einen gerade im Kopf habt, wäre das natürlich cool, aber sonst. Oder meintest du vom kleinen Kurt aus dem Film? Auch vom Kurt, ja. Kannst ja den erzählen, den wir rausgeschnitten haben. Klopft an der Tür und Vater macht auf, steht so ein junger, gut aussehender Italiener vor ihm und sagt, guten Tag, mein Name ist Umberto. Ich bin hier, um Ihre Tochter zu ficken. Und der Mann so, um was? Er so, Umberto. Also ich frage ja nur, weil der Kameramann lacht. Ja. Wie? Entschuldigung. Der Kameramann lacht. Ja. Im Trauerprozess gibt es ja eben zwischendurch auch schöne Momente und Lachen hilft ja, wie der Film ganz schön zeigt. Was hilft euch denn, wenn es euch mal nicht gut geht? Also ich finde auch, dass Lachen hilft im Trauerprozess, aber nicht, dass jetzt ein falsches Bild gezeichnet wird. Das sind ja Rückblicke, ne? Mhm. Genau. Es ist nicht so, dass sie immer wieder zwischendurch so wahnsinnig lachen müssten, während sie trauern. Nee. Aber ich kenne das ja auch von mir. Ja, klar, wenn die Mundwinkel und wenn es nur für ein paar Sekunden ist, wenn die oben sind, ist immer besser. Mir hilft Wein. Also weinen. Ja, Weinen kann was sehr Befreiendes haben. Absolut. Ist ja nicht gut, wenn man alles in sich hineinfrisst. Nee. Das sieht man ja auch gut im Film. Und zum Schluss noch, was hofft ihr, dass das Publikum mitnimmt von Lieber Kurt? Einfach, dass dieses Thema Trauer, dass das, also vielleicht auch, dass sie sich drüber unterhalten mit ihren Bekannten, Freunden, dass man vielleicht auch wieder mehr zusammentrauert oder dass es nicht so ein Tabuthema bleibt. Und es, also das Schönste bei den Vorführungen bis jetzt war, dass Leute gesagt haben, sie sind raus und sie fanden ihn auch schön, auch wenn er sehr traurig ist. Aber es waren ganz viele, die gesagt haben, wir haben wieder gemerkt, wie sehr man das Leben schätzen und nutzen muss. Das war eigentlich immer die schönste Resonanz. Ja, das haben eigentlich genau das, was Franziska gesagt haben eigentlich alle gesagt. Obwohl er so traurig ist und sie emotional mitgenommen waren, haben sie trotzdem gesagt, es war trotzdem ein unheimlich schöner und sehr ergreifender, starker Film. Gut, schöne abschließende Worte. Vielen Dank euch beiden. Danke. Gerne. Viel Spaß mit den Interviews und vielleicht bis später am Green Carpet. Tschüss. Tschüss.